Wenn Sie mich nach der ersten Wahl der Behandlung fragen, dann ist natürlich wichtig, der Patient ist neu, man kennt ihn noch nicht. Man will auch schnell etwas unternehmen, was relativ zügig zu einer Besserung führt. Aber man will nicht gleich einem blutenden Patienten, der Angst hat, sich zu verletzen, eine Operation zumuten. Deshalb ist das etwas altmodische Cortison sicherlich die beste erste Therapie bei dieser Erkrankung. Und das ist auch eine Einschätzung, die nicht von mir persönlich kommt, sondern die eigentlich weltweit geteilt wird. Die Erstlinientherapie der ITP ist die Gabe von Cortison. Vorsicht, Cortison ist ein Überbegriff für eine Reihe von Medikamenten, die dem körpereigenen Cortisol ähnlich sind. Alle wirken in dem Sinne, dass sie das Immunsystem hemmen. Und da das Immunsystem wiederum verantwortlich für den Thrombozytenmangel ist, ich hemme das Immunsystem und die Thrombozyten regenerieren sich und die Blutungen hören auf. Und damit habe ich für den Patienten erstmal eine Linderung der Blutungen, eine Besserung seiner Werte erreicht. Und die große Not, was passiert mit mir als nächstes, ist eigentlich kontrolliert. Danach kommt dann die Frage, wie lange wirkt das?